Also jetzt nochmal bis da, ne? Sorry, was habe ich vergessen? Jetzt siebte Bund, Achtung, dieser komische Griff. Müsst euch ganz langsam aufbauen, immer. Wieder der Bass. Und der kleine Finger, elfte. So, und jetzt schiebt man hier die beiden Finger rein. Oder beziehungsweise alle drei auf den neunten Bund, ja. Und der Zeigefinger geht hier auf den siebten Bund der E-Seite. Danach. Wieder Bass. Wieder zurück. So mache ich das auf jeden Fall. Man kann es vielleicht ein bisschen anders. Kann man auch machen, aber ich finde es gar nicht so schlimm. So. Na, Zeigefinger ist gerade frei. Schön für den Barré hier. Einfach hier im 9. den quer greifen und der kleine Finger ist im 12. Ja. Man hat diesen, ist auch ein E-Dur. Da läuft man halt chromatisch, also Tonchen für Tonchen runter hier. Bass. Ja? Ich mach's ruhig nochmal bis dorthin. Sorry. Jetzt das umstellen. Jetzt kommt das heiße Teil. Jetzt rutschen wir einfach mit dem Zeigefinger hier im 5. Bund. Und machen Sie dieses Oberteil von so einem F-Dur. Ja? Also hier einfach zwei oder drei Seiten kann man auch greifen. Platt und hier den Mittelfinger wieder auf die D-Seite. Ja? Und diesmal die A-Seite im Bass. Vorher war die ganze Zeit die E-Seite dran. Ja? Man muss noch einen Ton dazu machen, aber nur ganz kurz, und zwar hier, im 9. Bund, genau. Das läuft man hier zurück. Also der Griff ist die Grundlage, ja. Und hier kräftig speisen. Ja. Man sollte immer versuchen, von dem vorherigen Griff, dann wieder versuchen, dann den nächsten zu üben. Und so kriegt man das mit der Zeit einfach zusammen. Ja? Pass auf, ich spiele es mal von diesen nochmal. Also. Das kommt der Rutscher und der kleine Finger strengen. Wir sind schon fast fertig. Jetzt kommt nochmal dieser erste Griff, die du. Quergriff, aber diesmal mit H-Seite im Bass, ja, braucht man also nicht ganz rüber, sondern nur bis zu mit Ton H im Bass, also nur bis zur A-Seite greifen und hier die beiden Finger auf die äußeren Seiten stellen im 4. Bund. Und jetzt schiebt man den. Sorry, irgendwas habe ich wieder falsch. Ja, jetzt kommt E-Dur-Griff zum Schluss. Ganz schön herbig, ne? So, also jetzt nochmal komplett das ganze Teil, ja. Bund, komischen Griff hier, G-Seite und hier die E-Seite. Wieder Bass.
Was ist halt hier im siebten, ne? Jetzt diese Aktion, hier einmal rutschen und die anderen beiden dahinter. Das ist der neunte Bund. Kommt der Quergriff hier, auch neunter Bund über drei Saiten, kleine Finger hier, zwölfter Bund. Jetzt runtergehen, ein Ton, noch ein. Und jetzt kommt diese elende Aktion, also fünfter Bund hier schnell hin und den kleinen Finger hier drauf patschen, wieder im neunten. Und die A-Saite jetzt im Bass nehmen. Stehen lassen, den dazu hier, den Ring. Basston hier H, verschieben, los, also weggehen, ja. Und E-Dur-Griff greifen und nacheinander die Basstöne halt mit dem Daumen. Und immer mit der E-Seite dann zusammenschlagen. Das ist ein bisschen deutlich geworden. Jetzt hier den kleinen Finger lang machen, den vierten Bund. Und fertig. So, zum Abschluss halt nochmal ganz durch und dann müsst ihr erstmal rangehen, ja. Also viel besser kann ich das jetzt auch nicht erklären. Ist halt nicht einfach. Schauen wir mal.